Wir versprechen Ihnen, dass wir alles das bringen, was Sie erfreut, Sie interessiert und Ihr Leben schöner macht. Wie macht eine Schnecke auf dem Rücken von einer Schildkröte? Hui! Also ich bin die Omani Frei. Ich bin freischaffende Künstlerin hier in Dresden. Anschaffende Künstlerin. Jetzt kurz mit dem Kopf so. Hast du das jetzt gesagt? Das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, das war ein Känguru. Ja, das ist schon okay. Und du so, Jan? Ich bin Jan. Ich mache Musik unter anderem und Kulturmanagement hier in Dresden. Das Neustadt Art Festival, da bin ich seit fast Anfang an dabei, seit dem zweiten Mal. Und Punkt. Macht ganz viele tolle Veranstaltungen, hat eine tolle Webseite und ist in der Neustädter und Dresdner Kulturszene tief verankert. Nein, doch. Ja, Aussitzen Deluxe war eine Idee als Corona-Hilfe für die Neustädter Vereine und Initiativen der freien Szene. Dass man einfach, wenn jetzt keiner die Leute besuchen kann in ihren kleinen Läden und die kleinen Läden können keine Hilfen beantragen, weil sie es halt alles ehrenamtlich machen, dass man dort digitale Veranstaltungen macht. Und so haben wir letztes Jahr 24 Veranstaltungen gemacht mit 12, 13 Orten und haben das dieses Mal nochmal neu aufgelegt, wurde jetzt bewilligt, das heißt, wir ziehen es durch ab nächster Woche mit 30 Veranstaltungen an über 15 Orten. Please, Spock, do me a favor and don't say it's fascinating. No. But it is interesting. Ja, das klingt gut. Ich sage jetzt mal was zu einem Projekt, wo ich wirklich mehr da drin mache. Mach mal. Das wäre Postkarten. Zum Beispiel, ja, ich wollte MP3+4 sagen, danke. Ich weiß, dass du MP3+4 sagen wolltest. Ja, ich weiß. MP3+4, das ist ein Projekt, wo wirklich eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Es ist noch nicht bewilligt worden. Allerdings es kommen dort ganz viele Musikerinnen und bildende Künstlerinnen zusammen und arbeiten an unterschiedlichen Musikvideos. Und da mache ich selber die Animation für ein Musikvideo zum Beispiel und hoffe sehr, dass das bewilligt auch noch wird. Wir sind da auch gerade an einer Steady-Kampagne mit dran, wo wir das Ganze auch noch mitfinanzieren wollen. Willst du unbedingt noch was zu den Postkarten sagen? Auch jetzt haben wir wieder für Sie ein Produkt, das wird Sie überraschen und Sie werden sagen, jawohl, das will ich haben. Das macht nämlich Spaß und zwar richtig Spaß und es erfüllt auch noch einen Zweck. Natürlich, wir haben nämlich nicht nur eine Steady-Kampagne, wo wir Geld brauchen, sondern auch noch einen Etsy-Shop, wo wir wunderschöne, handgemalte, aber sie sind ursprünglich handgemalt oder am Computer selbst zusammengebaut, aber es sind natürlich gedruckte Postkarten und die könnt ihr im Etsy-Shop erwerben. Damit finanzieren wir so unsere laufenden Kosten, die wir haben. Mehr. Lust auf mehr? Cappuccino. Deshalb gibt's jetzt neu die Dose. Im nächsten Video des Lost at Art Collective.